At this point, both these players equal on offense and defense. Ja, so ein so klein Gespiele zwischen den beiden. Thank you.
Nee, gar nicht. Ja, hat er trainiert mit mir? Nur in Kamera. Vorsprung ausgerechnet. Ah, guck, das war ja. Kannst du ziehen, wie du willst, dann kriegen wir jeden Ball zurück. Nein, schießt ja immer in die andere Ecke. Ja, auch den kriegt er zurück, weil er macht das nicht. Es erfordert Anstrengung, es erfordert viel Konzentration gegen so einen Abwehrspieler. Chris hat den ersten Ball 9:9. Weil Sunny kann nicht raus. Sunny! Hör auf! Wenn du jetzt so siehst, dann ist es gut. Netzball. Ball. Noch weiter. Ja, war voll kein Netz. Netzball übrigens die Angabe. Ich wusste die genau. Ja, Netzaufschlag. Schiedsrichter sagt das aber ganz laut. Natürlich haben wir noch einen kleinen Ball. Ja, sind wir kennen hier auch einen Impfstoff. Nein, das wird dann hier weg. Sie wollen? Ja, nein, der war der Wunder. Kann ich denn jetzt eigentlich gehen? Kommt, Alter, der kommt. Wo ist denn hier? Genau. Ah, schade. Alex, der ist ja so müde. Ja, ich denke, wir haben das ja auch. Das kommt gar nicht. Also, wir müssen noch mal auf den Vorhang. Komm, ich geht noch was. Alles. Jawohl, ich komm. Standing Ovations nach jedem Punktgewinn. Die Regeln haben so hoch schon. Wenn Sie das schön erkennen, ich nicht mal meine, dann müssen Sie das halt dann zufinden. Also rein spieltaktisch ist das so eine Partie, zu der man jetzt so extrem viel gar nicht sagen kann. Schön, aber. Aus der Hand raus. Oh, die Zuschauer wissen, jetzt zählt jeder Punkt noch viel mehr, denn es ist der Decider. Geht. Wenn mal alle Linkshänder so spielen würden wie die, ja, dann wären die überhaupt kein Problem. So, gleich ist mein Platz voll jetzt. Ne? So ein Aufschlag da drin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Und jetzt gewinnen sie nachher mit eben Punkt Vorsprung, wisst ihr? Wegen dem Netzroller. Oh! Das ist unfair, Alex. Und den mit deiner Freundin. Nein, du echt, Alex. Das macht man ja nur nicht. Ich muss mal rennen.
Darf sie auch mal Aufschlag machen? Ja, macht halt nichts. Ich kann mich auch richtig sagen. Ist ja dein Trifft da auch. Scheiße, Alter. Ey, der trifft den Ball. Ja, für den Großen hätte er schon 5 verhauen. Wie steht's? Komm. Ja, stimmt. Oh. Das ist ein Treffen, aber trifft das nicht. Das fühlt sich nicht. Ja, das fühlt sich nach dem Willen. Scheiße. Ja! Ja. So, 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 so. Da hat er mal die Chance auf den Pokal. Das ist meine Freundin. Das wäre mein erster Pokal. Ja, bei mir auch. Und dann kam Wilfried. Und dann von seiner Freundin. Die hat nicht mitmachen wollte. Die hat nur mitgemacht, damit du eine gerade Zahl ist. Aber Wilfried muss ja erst auf den Punkt kriegen. Und sehr gefühlvoll auch dieser letzte Ball. Yes. So stark. Das ist mir sehr. Yes. Also, es geht in die entscheidende Phase. 6-9. Alter! Der schittet 0-0. Also Differenz. Ein Punkt! Chris, es ist ein Punkt! Es ist ein Punkt Unterschied. Ja, wie hätte Bastiani mitgemacht, Alter. Chris, was? Ja, perfekt alles. Perfekt alles, okay. Zweiter mit deinem Hütter. Ja, na. Das wäre meine erste Chance gewesen, Pokal zu kriegen. Ich hab übrigens 2-0 verloren gewesen. So, dann bedanke ich mich nochmal, weil ich das lange aufgehalten hab. Ich habe ursprünglich gedacht, die Woche komme ich, schaffe ich gegen 60 Minuten. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich weder einen der Sonderurkunden noch einen der Platzierungs... Du bist doch voll guter Trainer. Ja, ja, genau. Nein, ich kann es sagen. Deswegen, weil ich komme, euch hat auch Spaß gemacht. Platz 3 und damit die ersten. Jetzt wird man es immer schick. Und Anna! Beste weibliche Teilnehmerin heute. Oh! Ja, ja, das war krass. Und gleichzeitig die beste Teilnehmerin mit einem TTS-Wert von unter 1000 Punkten. Ui! Ah, was denn? Also, das ist ja. Lukas war unser bester Jugendspieler. Ich krieg aber einen. Feuer ab ins andere Team, Alter. Platz 2, einer von beiden kennt die Tür schon, und letztes Jahr Platz 2. Aha, wo ist denn das? Alex und Chris! Ich danke. Und Platz 1 an die beiden, die zum ersten Mal heute Teilnehmer haben, das Verbandturnier. Wilfried mit der Gastspielerin Sunny.
So, für euch gibt es natürlich einen schönen Pokal. Wanderpokal? Den könnt ihr behalten. Oh, hey, und jeder hin. Yoda, Alter. Jetzt nochmal. Ja, sehr schön. Willst du nochmal Alex in den Pokal zeigen? Alex, freust du dich, Alex? Guck mal, Alex. Oh, schönes Bild. Anerkennung der Verdienste für den Sport in der Stadt Brandenburg an der Havel einen herzlichen Glückwunsch.